Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Episode hier bei Let's Play Assassin's Creed Syndicate. Und ich weiß gar nicht, wie dieser Typ da hingekommen ist. Und die toten Polizisten weiß ich auch nicht. Und überall liegen Leichen, wie zum Beispiel da vorne. Wir werden uns heute um die Familienpolitik kümmern und mit Ivy und dem Maharaja ein paar besorgen. Denn wir wollen ja nicht unvorbereitet auf den königlichen Ball gehen. Und ja, wir schauen einfach mal rein. Es wird wahrscheinlich eine Sneaky-Mission, deswegen wird Ivy sie auch ausführen. Und ich weiß nicht, ob ich es schon mal im Laufe des Let's Plays erwähnt habe, aber Ivy ist mein favorite Character. Wie schön, Sie wiederzusehen, Miss Fry. Eure Hoheit, die Pläne... Oh, ihr indischer Akzent ist aber auch ganz wundervoll. Dann müssen die mit den Kopien vorlieb nehmen. Es gibt Kopien? Wo? Nicht so schnell. Zuerst habe ich noch etwas zu erledigen. Meinen Plan auszuführen erfordert Tempo und Geschick, Qualitäten, die Sie besitzen. Die Zeit läuft uns davon, Eure Hoheit. Dann beeilen Sie sich. Die einflussreichsten Männer im Parlament sind für mich nicht zu sprechen. Doch eben diese Männer haben Kutschen für den Ball heute Nacht vorbestellt. Beschaffen Sie eine offizielle Kutsche und wir werden diese Politiker dann zu ihrem Bestimmungsort. Auf dem Weg spreche ich mit Ihnen und hinterher sage ich Ihnen, wo die Pläne sind. Sie sind ein harter Verhandlungspartner. Das muss man sein, wenn man immerzu von allen unterschätzt wird. So, so. Okay, wir sollen... Lass nicht zu, dass persönliche Gefühle die Mission gefährden. Was für ein Fehler. Was heißt denn hier persönliche Gefühle? Ich dachte, die hätte was mit Mr. Green. Ups. Komm her. Was zum Teufel? Das schau ich mir besser an. Stirb. Oh, habe ich das laut gesagt? Das wollte ich nicht. Oder vielleicht doch. Wer weiß es schon. Okay, da unten haben wir ein paar Polizisten. Okay. Wurfmesser sind ausgewählt. Okay, da komme ich noch nicht dran. Der ist noch etwas zu weit entfernt. Den bekomme ich. Bekomme ich den von hier aus schon? Okay, den bekomme ich auch. Sehr schön. Wunderbar. 68 Meter. Nein, die Bärenmütze. Aber das hat natürlich niemand gemerkt, dass da eine Bärenmütze runtergefallen ist. Und tschüss. So, meine lieben Freunde. Wir sneaken uns natürlich hier weiter rein. Okay, stehlen, stehlen, stehlen. Kutsche stehlen, ohne den Innenhof zu betreten. Oh Gott. Ich vermute einfach, wir dürfen einfach keinen Fuß auf den Innenhof setzen für diese Challenge. Ich würde sagen, Challenge accepted. Okay. Da vorne haben wir noch einen. Den hier würde ich einfach mal ausschalten. Wunderbar. Du stirbst. Du da hinten hast natürlich nichts gesehen. Noch viel besser ist. Nice. Okay. Es wäre natürlich einfach. Welche ist denn einfach zu klauen? Vor allem, wo müssen wir raus? Ist die nächste gute Frage. Ich glaube, die hier ist relativ einfach für die erste Challenge. Ganz genau.
Wie bitte? Nein! Damit! Gut so. Keiner gesehen! Haha, stirb! Und jetzt lass mich fahren. Wuhu! Und das stimmt nicht, ich habe nicht den Innenhof betreten. Ihr habt alle zugeguckt. Nein! Okay, wo müssen wir hin? Habe keine Ahnung. Okay, königliche Kutsche ist in einem guten Zustand. Zur Zeit noch. Haha! Ist das anonym? Ah ja, der Herr Maharaja kommt ja schon angelaufen. Okay, und nun? Nun müssen wir verschiedene Leute abholen. Okay. Ja! Alles gut. Vor allem, wir bekommen ja auch weniger Schaden. Das macht es einiges leichter. Hier durch die Stadt zu fahren. So. Willkommen, Sir. Oh Gott. Eure Hoheit, welch Überraschung. Ist das Leben mit einer Aneinanderreihung von Überraschungen? Ich werde Sie ganz bestimmt so lange aufhalten, doch wir müssen etwas äußerst Wichtiges besprechen. Als das Commonwealth den Unglück eroberte. Nicht Eroberung, sondern eine legale Transaktion. Britannien versprach mich zu beschützen, indem es mir mein Königreich nahm, hat das Parlament gegen dich. Ich hoffe, Sie und Ihr Sohn werden den Ball heute Abend genießen. Er kommt gerade zurück aus Delhi. Ich rede mit ihm über den Vertrag. Das ist alles sehr befremdlich. So, alles sehr befremdlich. Wohin jetzt? St. James Park. St. James Park. Ich liebe diesen indischen Akzent. Er hat andere Dinge zu erledigen. Ah, wie schade. Die beiden schienen die gut zu verstehen. Nun, das war das Problem, wissen Sie? Lass nicht zu, dass persönliche Gefühle die Mission gefährden. Das klingt nach einem Zitat. Das ist es. Von meinem Vater. Ethan. Wow. Sie kannten ihn? Nein, zu meinem Bedauern. Dominic Green sprach von ihm. Er war wohl ein außergewöhnlicher Mann. Das war er, Eure Hoheit. Eure Mutter ebenso, Cecily Fry. Sie und Ihr Vater waren Partner, unzertrennlich. Das einzige Duo, das mit der Starrick gefährlich werden konnte. Und sehr verliebt ineinander, zumindest nach dem wenigen, was ich von ihnen war. Cecily, ich wünschte, ich hätte sie gekannt. Nach allem, was mit der Green sagt, haben sie viel mit ihr gemeint. Ihre Intelligenz zum Beispiel. Vater sprach nie über sie. Was kann Mr. Green schon wissen? Er war noch ein Knabe, als mein Vater ihn ausbildete. Kinder sind gute Beobachter, Miss Fry. So. Ruhig. Weiter so. Just keep walking. Ich muss langsam los. Komm schon, ich bin spannend. Was tun Sie da? Was zur Hölle? Wo bleibt meine Kutsche? Ja, ich bin doch schon da. Ich muss langsam los. Hallo? Danke sehr. Ich bin anwesend. Ja, Sir. Kommen Sie, Ihr Taxi ist da. Vor allem oben schon mega die Ratscha drin. Oh, Moment. Wir können auch vorne. Raus. Okay. Ich bitte Sie nur um einen kleinen Moment Ihrer Zeit. Denn das ist reichlich unorthodox. Aber fahren Sie fort. Laut des Vertrags, den meine Familie unterschrieb, soll Britannien mich schützen. Stattdessen nahm man mir mein Land. Und nun höre ich, dass England die Verbindung zu Indien stärken will. Vielleicht ist es an der Zeit, den Punjab seinem Volk zurückzugeben. Ihnen schon Gott weiß, wie lange ein jährliches Einkommen. Und nun beißen Sie die Hand, die Sie füttert? Es geht mir hierbei nicht um Geld. Ich kann nicht zurück mit ansehen, wie mein Heimatland unter das Loch einer Fremdherrschaft gelegt ist. Mein Volk wird wie Sklaven. Ich spreche mit Gott. Ja, das muss so sein. Hust. Es bleibt
nur noch einer übrig. Zur Gladstone-Residenz. Aha, zur Gladstone-Residenz. Ich erinnere mich, dass meine Mutter Narzin trug. Und wenn sie mich in der Sommerhitze in den Arm genommen hat, war ich so ruhig, dass sie eingeschlafen ist. Es schmerzte, als man mir mein Königreich nahm. Doch wahrlich... Ja, Mr. Gladstone, steigen Sie ein. Das ist alles hier mit rechten Dingen zugegangen. Passen Sie auf Ihren Kopf auf. Das sind die neuen Scheinwerfer, die ich habe installieren lassen. Mr. Singh! Sie sind wirklich sehr schwer zu erreichen. Ich weiß, worum es hier geht. Ihre Salontricks werden langsam alt. Ihre Majestät ist sie leid. Und deshalb betteln Sie jetzt mich an. Sie verletzen mich zutiefst, Sir. Mein Volk verdient die Freiheit und ich bin hier, um dafür zu kämpfen. Weshalb verloren Sie den Punjab? Ich sage es Ihnen, Eure Hoheit. Sie waren uns unterlegen, und zwar in allen Belangen. Ja, die Sikhs verdienen ihre Freiheit. Ich hoffe, mit britischer Hilfe und Fortschritt werden Sie sie auch erlangen. Warum wollen Sie dann Ihren König zurück? Es ist Britanniens Pflicht, den Frieden zu wahren. Das ist eine große Verantwortung. Ich weiß Ihre Ratschläge zu schätzen, ebenso die des Parlaments. Doch es ist unsere Bürde, Indiens. Ich wünsche Ihnen viel Glück für Ihr Ansinnen, Eure Hoheit. Ich hoffe, mein Rat führt zu etwas Gutem. Weit mehr als Ihre Politik bislang. Doch ich hoffe weiter, dass Sie Ihre Meinung ändern. Mein Volk verlässt sich darauf. So, so. Interessant. Vielen Dank, Miss Fry, für Ihre Unterstützung. Oh, Sie sind stets willkommen. Ich hoffe, dass es sich auszahlen wird, trotz Mr. Gladstones Sticheleien. Die mit den größten Herzen müssen Sie am stärksten schützen. Ihr Vater zum Beispiel, soweit ich sagen kann, war außerordentlich traurig, ja, gebrochen, als Ihre Mutter verstarb. Ein solcher Schmerz kann uns blind machen, uns befremdliche Dinge sagen lassen, um unsere Liebsten zu schützen. Es ist Zeit, dass Sie die Kutsche zurückbringen und diese Pläne beschaffen. Sie befinden sich im Buckingham Palace. Die Queen bewahrt sie bei ihren persönlichen Papieren im weißen Salon auf. Ihnen einen guten Abend, Miss Evie Fry. Ihnen auch, Eure Hoheit. So, so. Wir müssen also in den Buckingham Palace einbrechen, um im Buckingham Palace... die Pläne zum Buckingham Palace zu klauen. Was für eine Logik steckt bitte dahinter? Ich meine, ja, das ergibt schon irgendwo Sinn, aber ich besorge mir doch die Pläne, um da einzubrechen. Aber um die Pläne zu besorgen, muss ich in den Buckingham Palace einbrechen. Ich meine, naja, irgendwo ergibt das auch keinen Sinn, oder? Oder ist das jetzt, nur irgendwie, dass ich jetzt gerade komisch bin. Ganz genau. Oh Gott. Ja, das muss so sein. Die werden ihren Augen nicht trauen. Was? Haha, ihr kriegt mich nie. Niemals. Und schluss die Bob weg bin ich. Na. Sehr nice, Leute, sehr nice. Aber ich hab doch den Innenhof nicht betreten. Ach Mensch, egal. Umhang des Sieges. Soll mir auch egal sein. Wir gucken uns diesen tollen Umhang an. Ich mag Umhänge. Lasst mich. So. Das ist ja ein total... Achso, das ist der gar nicht. Okay, wie... Achso, den habe ich schon. Hä? Haha, Umhang des Sieges. Aufrüsten, bitte. Danke sehr. Trotzdem immer noch schlechter als unser toller Steampunk-Tarnumhang. Nice. Naja, Leute, wisst ihr was? Ich glaube, an der Stelle machen wir dann auch mal für heute Feierabend. Ich bedanke mich ganz recht herzlich fürs Zuschauen. Hoffe natürlich, es hat euch gefallen. Wenn ja, dann lasst mir doch eine Bewertung und oder einen Kommentar da. Und wir sehen uns dann in der nächsten Episode wieder.
Ich sage einfach mal, bis dahin, macht's gut, haut rein.